Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Beim vertiefenden Online-Kurs von Manfred Rauchensteiner ist Leiden unser Los, wie du deine Gefühlswelt erschaffst. Im ersten Teil haben wir uns beschäftigt mit uns als Wesen. Jetzt steigen wir noch tiefer ein in die Materie und es geht um unsere Emotionen. Du kennst vielleicht sicherlich den Ausdruck oder den Ausspruch von Buddha, alles Leben ist Leid. Aber ist dem wirklich so, wenn man tiefer hineingeht, auch bereits in diesen Spruch, ja, dann ist es so, Leid existiert. Und ja, es existieren auch Ursachen für Leid. Du aber kannst deinen Zustand verändern. Und auch dieser Online-Kurs ist dafür da, dich daran zu erinnern. Weiter geht's mit den Ursachen. Hallo, lieber Manfred. Hallo, herzlichen Dank. Also alles ist Leid. Ich würde es so beschreiben, alles hat die Möglichkeit, dir Leid zu erzeugen. Und im Gegensatz auch alles hat die Möglichkeit, dir Freude zu bereiten. Alles. Also es gibt immer, beides ist greifbar, beides ist auslösbar. Und du wirst das erfahren aufgrund deiner Beurteilungen, der Situation oder was immer das ist, ob du dir Leid oder Freude erschaffst. Die Hauptkomponenten von den sogenannten unangenehmen Gefühlen, und es ist ganz egal, wie sie heißen, ob es jetzt Ärger ist, Wut ist, Trauer ist, Ohnmacht, Kleinheit, Eifersucht, ganz egal, wie diese Beschreibungen sind, sie haben alle eines gemeinsam, sie bereiten dir ein unangenehmes Gefühl im Körper. Das heißt, diese Bezeichnungen hast du gelernt, indem die Eltern dir gesagt haben, zum Beispiel brauchst nicht traurig sein, brauchst keine Angst haben, sei nicht so oder so. Jetzt hast du gelernt, aha, okay, in der Situation, wenn sowas passiert, dann sagen wir, es ist Trauer. Und wenn sowas passiert, dann sagen wir, es ist Eifersucht. Und wenn sowas passiert, dann sagen wir, es ist Wut. Ah, okay. Aber alle haben eines gemeinsam, sie fühlen sich körperlich unangenehm an. Und für alle, die gerne gesund sind, ja, in weiterer Konsequenz hat jede Zeit, die du in einem unangenehmen Gefühl verbringst, schädigt extrem dein Immunsystem, schädigt in weiterer Folge extrem deine Gesundheit, es schädigt deine Ausstrahlung. Wissen wir auch, Menschen, die gerade in einem sehr unangenehmen, stressigen Gefühl sind, die schauen nicht wirklich sehr freundlich oder nett oder liebenswürdig aus. Und sie schränken deine Denkfähigkeit ein. Und mit Denkfähigkeit meine ich, dass du möglichst schnell auf eine Idee kommst, wie du wieder aus diesem Gefühlszustand rauskommst oder was dein nächster Schritt wäre, damit es dir wieder gut geht. Ja, das sind die vier Hauptnachteile von jeder Zeit in einem unangenehmen Gefühl, egal wie es heißt. Aus meiner Erfahrung sind die größten Zeitfresser in unangenehmen Gefühle sind Ärger und Wut. Das ist was, was bei jedem Menschen täglich wahrscheinlich mehrmals stattfindet, dass du über irgendwas ärgerst oder aufregst. Das ist Sorgen machen. Ganz eine spannende Kategorie, weil da geht es dir schon schlecht wegen etwas, was noch gar nicht da ist, was also nur in deiner Vorstellung präsent ist, die aber jetzt schon Schmerzen macht. Und Trauer, ja, ist auch ein Faktor, den immer wieder Menschen erleben aufgrund von irgendwelchen Ereignissen, die man, und das gehört zu allen unangenehmen Gefühlen, egal wie sie heißen, anders haben wollen, als es tatsächlich in Realität ist. Also es ist dieses Ablehnen von Realität, das anders haben wollen von Realität, ist es, was deinen Schmerzkörper aktiviert. Immer. Okay, probieren wir mal ärgern. Stell dir mal selber die Frage, worüber kannst du dich ärgern? Und wenn du da ein bisschen Zeit gibst, dann wirst du merken, da gibt es eine ganze Menge, weil du ab einem gewissen Alter so leistungsfähig bist, dass du dich in Wirklichkeit über alles ärgern kannst. Du kannst über das komplette Universum ärgern, du kannst dich
über andere Menschen ärgern, du kannst über fast jeden Umstand ärgern, du kannst über Gegenstände ärgern, also das Feld ist riesengroß, über kleine Schrauben, über ein Haar in der Suppe, über alles ist die richtige Antwort, dass du die Fähigkeit dazu hast, dich darüber zu ärgern. Und ich möchte jetzt einmal beschreiben, wie du das in Wirklichkeit machst. Ja, weil es passiert halt irgendetwas ist jetzt gerade. Und in dem Moment, wo du das anders haben willst, und wenn wir jetzt Umstände nehmen, was ich, du kannst über das Wetter ärgern zum Beispiel, und ich würde jetzt nachfragen, über welches Wetter kannst du dich ärgern? Dann wirst du die Erfahrung machen, du bist so toll ausgebildet, du kannst dich über jedes Wetter ärgern. Du kannst dich sogar über die Sonne ärgern, du kannst über den Wind ärgern, du kannst über den Regen ärgern, du kannst über den Schnee ärgern. Also du bist toll ausgestattet und du kannst dich auch über all diese Dinge freuen. Das heißt, es hat scheinbar, und das ist mir wichtig, dass du das erkennst, mit dem Wetter selber nichts zu tun, wie es dir geht, sondern mit deiner Beurteilung, sprich Verurteilung, jetzt sofort schlecht, weil der eine freut sich voll, dass es schneit und der andere steht 10 Meter neben dir und der ärgert sich total, weil es schneit, weil er halt was anderes vorhat oder weil er sein Auto ausschaufeln muss und ein anderer freut sich, dass er einen Schneemann bauen kann. Das heißt, scheinbar hast du eine Wahlmöglichkeit und das ist mir so wichtig, dass du das erkennst, du hast eine Wahlmöglichkeit, auf das Leben, auf Umstände, auf Personen zu reagieren. In dem Moment, wo dir das bewusst ist, hey, ich habe eine Wahlmöglichkeit, ich habe immer Wahlmöglichkeit, zumindest das, was ich jetzt drüber denke oder wie ich das beurteile, da kann ich frei wählen, dann wirst du merken, dass nur die Vorstellung, dass du eine Wahlmöglichkeit hast, das fühlt sich total angenehm im Körper an. Ja, und das ist eine Tatsache, du hast eine Wahl. In dem Moment, wo ein anderer das irgendwie anders beurteilen kann wie du, und die Situationen kennen wir, du gehst irgendwo hin und du fühlst dich nicht wohl und neben dir steht einer und der sagt, hey du, ist ja gar nichts Schlimmes oder ist doch toll. Ja, der eine freut sich über die Musik, der andere ärgert sich über die Musik. Dann kann es mit der Musik nichts zu tun haben, sondern da muss nur irgendein Tool dazwischen sein und das ist eben deine Haltung dazu, deine Vorstellung dazu, deine Beurteilung dazu, die dir das Körpergefühl auslöst. Ja, und beim Ärgern ist es auch nichts anderes. Wenn jetzt irgendeine Person scheinbar ärgert, das heißt, da steht ein Mensch da, der sagt irgendetwas zu dir, er sagt ein paar Worte zu dir. Das ist noch nicht schlimm im Normalfall. Aber wenn du jetzt hergehst und das verurteilenswürdig siehst oder wenn du einen Gedanken in deinem Kopf hast, der sagt, das sagt man nicht, das tut man nicht, das macht man nicht, der sollte sich anders verhalten, der sollte liebevoller sein, der sollte etwas irgendwie anders, ganz egal wie anders sein, dann beginnst du da drinnen zum unruhig werden. Ja? Und je mehr Sätze du findest in deiner Vorstellung, mit denen du dieses schlecht machst oder unangenehm machst, umso schlechter geht es dir. Ja, und er sagt, er hätte das nicht sagen sollen, er hat es aber gesagt. Kannst du denken, okay, der hat das jetzt gesagt und eigentlich darf jeder sagen, was er will und ich sage auch, was ich will. Dann wirst du schon merken, du kannst innerlich friedlich werden, weil das ist der Zustand, den du in Wirklichkeit haben möchtest. Ja, friedlich oder freudig soll es da drinnen sein. Du kannst es auch interessant finden, was der sagt. Du kannst es total spannend finden. Du kannst es mutig finden. Du kannst irgendwelche Wörter dazu. Aber in dem Moment, wo du ein Eigenschaftswort dazu gibst, reagiert dein Körper genau auf diese Interpretation oder wie immer du das halt dann deutest. Weil es gibt da draußen im Universum nichts, was in der Lage ist, dich zu ärgern. Wie fühlt sich der Satz an? Es sei denn, du lehnst es ab. Dann macht es dazu. Wenn du das nicht tust, hast du keine Chance, dass dir schlecht geht. Jetzt hast du aber gelernt, wie man sich ärgert und du hast gelernt, worüber man sich ärgert und du hast von ganz kleinster Kindheit an immer wieder Menschen beobachtet, wie die hier leben und wie die aufs Leben reagieren. Und das Spannende ist, als Kind glaubst du ja zu 100% bis zu einem gewissen Alter, dass
die Menschen, die dich da umgeben, dass die alle wissen, was sie tun und dass die einen Grund haben, warum sie das tun, und das wird schon stimmen, so wie das tun. Und deshalb übernimmst du das auch. Und wenn du jetzt siehst, dass die Mama immer, wenn das passiert, zum Papa das sagt und so dreinschaut oder umgekehrt, dann übernimmst du das und machst du das auch so. Das heißt, das, was du vorgelebt bekommen hast, wann immer der Papa geschimpft hat, wenn du das so gemacht hast, dann kann es sein, dass du heute deine Kinder auch schimpfst, wenn sie das machen. Wenn der Papa immer geschimpft hat, wenn er im Stau steht, dann schimpfst du vielleicht auch immer, wenn du im Stau stehst. Also das einmal nur zu deiner Grundausrüstung. Aber erwachsen werden würde eigentlich heißen, dass ich mir diese Sachen anschaue, ja, wodurch löse ich mir immer wieder das Leid aus und wie geht das eigentlich mit dem Ärger, und gebe es nicht eine bessere Wahl, damit umzugehen. Weil vernünftige Menschen oder diese, die wirklich damit konfrontieren, die werden feststellen, dass es den Umstand oder die Gegenstände oder auch den Menschen, der vor dir steht, nicht wirklich verändert, nur weil du die ärgerst. Also wenn da jetzt irgendwie, es passiert da was, du schützt dich auch beim Essen, und wenn du jetzt ärgerst, das Hemd ist trotzdem schmutzig, egal ob dir das passt oder nicht. Und wenn ich jetzt weiß, dass das auf meine Gesundheit geht, wenn ich mich ärgere und dass das echt mein Immunsystem betrifft und alles eigentlich mir schadet, ja, Ärgern ist immer was, was mir schadet, meinem Körper schadet, meiner Gesundheit schadet, nicht den anderen, über den ich mich ärgere, den schadet es ja nicht. Das ist so ein Irrglaube, den wir gelernt haben, leider, dass immer wer anderer schuld ist, wenn es mir schlecht geht. Das ist das Spiel, wie wir es gelernt haben, und aus dem können wir aussteigen. Wenn ich weiß, was ich für Vorteile habe, wenn ich das nicht mehr mache. Ja, ich werde nicht verhindern können, auch noch ganz wichtig, dass es ausgelöst wird durch die Erinnerung, die ich habe. Ah, okay, das wäre jetzt wieder so eine Gelegenheit, wo ich mich ärgern könnte oder wo ich mich früher geärgert habe, aber ich habe jetzt entschieden in meinem Leben, dass ich gut auf mich schaue und dass ich gut auf meine Gesundheit schaue, und deshalb wähle ich eine andere Reaktion auf das, was passiert, weil es sowieso schon passiert ist, egal ob mir das passt oder nicht. Im Ärgerspiel haben wir es gelernt, dass wir zu dem, der mich scheinbar ärgert, hingehen und schauen, dass wir dem auch ein schlechtes Gefühl machen. Also der sollte sich ja eigentlich schlecht fühlen, weil der hat nicht Danke gesagt oder der war nicht brav oder der hat nicht ordentlich sein Geschirr im Geschirrspüler gegeben. Jetzt muss ich den ja irgendwie dazu bewegen und schauen, dass der jetzt auch ein schlechtes Gefühl hat, weil dann erst gibt mein System wieder Ruhe, wenn es uns beiden schlecht geht. Und das ist keine wirklich vernünftige, erwachsene Haltung. Wenn man sich das einmal wirklich anschaut, wie funktioniert Ärger? Das heißt, es passiert was, dann gehe ich her, ich lehne das ab, jetzt geht es mir schlecht, das ist sowieso so, wie es ist. Und wenn ich da jetzt nur draufbleibe und noch 100 Erklärungen suche, warum ich Recht habe und warum ich vollkommen im Recht bin und der andere im Unrecht ist oder was, dann halte ich diesen Zustand aufrecht und dadurch schädige ich so richtig mein Immunsystem. Also so viel zum Ärgern. Wir können jetzt Trauer nehmen, ja. Also in Wirklichkeit funktionieren alle unangenehmen Gefühle gleich. Es geht immer über Widerstand. Es ist wieder eine Situation, die ich gern anders hätte, jetzt im Moment. Ich hätte nicht gern, dass das jetzt passiert war oder dass das ist oder dass der Umstand so ist oder dass ich jetzt nicht mehr so schöne Erlebnisse habe oder das nicht machen kann. Das sind alles Gedankenformen, mit die ich mir dieses unangenehme Gefühl erzeuge, selber, weil alle Dinge, die in der Welt passieren, jetzt momentan die passieren und die sind. Das Leben wir von dir immer wissen, und was tust du jetzt? Ja, läuft jetzt als Opfer rum. Unangenehme Gefühle haben ganz, ganz oft mit einem Opferdasein, einem Opferbewusstsein zu tun. So, ich bin nicht schuld, ich bin Opfer und ich habe es auch nicht verhindern können, ich bin Opfer und nur weil der das jetzt gemacht hat, darum geht es mir schlecht. Das ist diese Opferhaltung, die ich da immer beschreibe, und das bist du nicht. Also du bist erst Opfer, wenn du dich darauf einlässt und diese Position einnimmst. Ein Täter erscheint erst dann, wenn einer sagt, ich bin Opfer. Vorher
ist einfach einer, der irgendwas gemacht hat oder es ist irgendwas passiert und ich habe jetzt darauf zu reagieren. Und der Vorsatz könnte sein, dass ich mir ganz oft auch während des Tages sage, wie würde ich jetzt reagieren, wenn ich in meiner besten Version wäre? Oder was war jetzt das Liebevollste, was ich machen könnte, trotz dieser Situation? Da wirst du die richtigen Antworten für diese Handlungen bekommen. Also das ist nicht schwierig, aber es braucht dein Tool, dass du nämlich diese Kette an Gedanken, die dir das schlechte Gefühl erzeugen, unterbrichst und durch was anderes ersetzt. Das war so die Aufgabe, das ist das, was man bewusstes Leben nennt. Also ich entscheide bewusst, nicht aufgrund meiner anerlernten Reaktionsmuster, dass ich mich so verhalte, wie ich es immer mache und wie es alle machen und wie ich es gelernt habe, sondern dass ich immer wieder überlege, wie könnte ich jetzt reagieren und was wird meine beste Version. Also wenn ich jetzt schon total erleuchtet war und ich war schon über allen stehen und ich war schon, wie immer dann das Beste rauskommt, wenn ich das und das mache, dann wirst du merken, da kommen Gedanken und Vorstellungen, wie du das machen könntest. Und wenn du die dann wählst, wirst du sehen, wie mächtig du in Wirklichkeit bist. Und mach dir keinen Stress damit, wenn dir das nicht immer gelingt. Ja, kann sein, das ist bei mir genauso, dass dir das nicht gleich gelingt. Aber wenn es dir nur um zweimal öfter jeden Tag gelingt oder um einmal öfter jeden Tag gelingt, dann wirst du ganz, ganz schnell in ein Leben kommen, was sie wirklich glücklich, freudig und vor allem, wenn du das nicht schaffst, zumindest friedlich ist. Ja, also friedlich ist so die Basis. Wenn es nicht freudig oder lustig oder toll oder spannend ist, dann möchte ich zumindest es schaffen, dass ich friedlich bleibe. Und die dritte Version ist Sorgen machen, eines der schlimmsten Programme, die wir jemals gelernt haben, weil da regen wir uns schon über was auf, was noch gar nicht passiert ist. Und kleine Kinder wissen das nur. Also wenn ich mit Jugendlichen oder kleinen Kindern arbeite und ich sage ihnen, was da die Oma oder Mama oder Papa machen, wenn sie sich Sorgen machen. Und ich erkläre ihnen, da stellt sich jemand was vor, was noch gar nicht ist. Und das ist aber extrem schlimm. Und dann nur schlimmer und nur schlimmer. Dann kommt von denen nur die vollkommen natürliche Antwort, ja, wie blöd ist denn das, wozu machen die das? Ja, und es hat noch nie wen geholfen, wenn er sich Sorgen gemacht hat, noch nie. Es hat noch kein Leben gerettet, nur weil du Sorgen gemacht hast. Es ist noch kein Flugzeug nicht abgestürzt, weil du dir Sorgen gemacht hast. Das heißt, es passieren gewisse Dinge, egal ob du dir vorher Sorgen machst oder nicht. Du kannst aber natürlich dein Bestes beitragen, dass das vielleicht nicht passiert. Das war aber ganz eine andere Haltung, die fühlt sich auch nicht schlecht an. Ich sage, okay, wie kann ich mein Kind bestmöglich schützen, was kann ich mir mitgeben am Weg? Und du kannst es probieren, aber ob es dann so passiert oder nicht passiert, wirst du dann erst später erleben. Und das wissen wir nie. Und ganz kurz noch die Erklärung zur besten Version, warum das so wichtig ist. Wann bist du in deiner besten Situation? Stell dir mal kurz die Frage. Was muss sein, dass du das Gefühl hast, also jetzt könnte ich die Bäume ausreißen oder was immer. Das ist immer, wenn es dir richtig gut geht. Also wenn es dir richtig gut geht, ob das jetzt ausgelöst ist, weil du gerade ein Erlebnis gehabt hast, was für dich total toll war, dann wirst du merken, dass du mit anderen Umständen oder Situationen, die auf dich zukommen, viel besser umgehst, viel friedlicher, friedfertiger umgehst, als wenn du schon schlecht drauf bist. Da genügt oft ein Tropfen und du explodierst, weil die vorher schon der geärgert hat und unten beim Parkplatz war auch noch das. Und jetzt kommt mein Kind auch noch daher und will auch noch was von mir. Und dann hältst du das nicht mehr aus. Und darum ist mein großes Ersuchen, dass du schaust, dass es dir möglichst oft, möglichst gut geht. Und dass du das immer wieder überprüfst. Wie geht es mir eigentlich gerade? Ah ja, geht eh. Oder ja, ich habe gerade Stress, aber jetzt bringe ich mich zuerst wieder in ein gutes Gefühl und dann mache ich Sachen. Das war so der sehr bewusste Vorteil. Ich bringe mich zuerst in ein gutes Gefühl und dann reagiere ich. Und auch wenn der Kopf sagt, nein, für das habe ich keine Zeit. Zweimal tief atmen, das schaffst immer, das hilft schon, das erleichtert schon. Und dann erst sitzt die nächste Reaktion.
Das wäre meine Empfehlung. Spannend wird es im dritten Teil, wenn wir vertiefen mit Manfred Rauchensteiner, was eben Reaktionsmöglichkeiten sind. Manches hast du heute schon erfahren. Es gibt eben mehr als wie die klassischen Reaktionsmuster, in denen du opferhaft reagierst mit deinen klassischen Möglichkeiten. Du machst dir Sorgen, du leidest, du hast Angst oder du trauerst, du bist traurig. Sich Sorgen machen war der Abschluss von diesem zweiten Teil und achte hier bitte auch auf das Wort sich Sorgen machen. Du machst sie dir. Ohne dein Machen gäbe es sie gar nicht. Wir empfehlen dir, hör dir vielleicht manche Teile aus diesem Vortrag noch einmal an oder auch den ganzen Vortrag und reflektiere, wie geht es denn dir mit diesen Hauptemotionen? Ärger, Wut, Trauer oder sich Sorgen machen. Fühle rein, wie oft erlebst du diese Emotionen und wie reagierst du dann und wie lange verweilst du da drin? Und wenn du dich erinnerst an den Titel, ist Leiden unser Los, dann lass uns jetzt gemeinsam gespannt sein, wie es dann im dritten Teil weitergeht, denn die Antwort liegt nahe. Leiden ist nicht dein Los. Bis gleich.